So, Leute, da sind wir auch schon wieder. Und ich wollte nur gerade mal nach meinem Bro schauen, als ich hier schon mal Essen fertig gemacht habe. Ich habe das schon mal hinten in unser Feuer reingeschmissen. Kann man gerade nicht sehen. Und dann wollte ich zurückkommen und sehe doch diesen Hai hier so. Ich weiß persönlich nicht wirklich viel damit anzufangen. Auf jeden Fall strahlt der Hai ein Licht von sich. Ich habe echt Angst da jetzt. Oh, ist das eklig. Ich glaube, ich habe Durchfall. Es hörte sich plötzlich ganz anders an, das Geräusch. Bro, magst du mal den Hai angucken? Ich weiß nicht, ob wir den so töten können. Ja, warte, ich komme schon zu dir. Jetzt ein bisschen was ich traue dem Hai irgendwie einfach nicht. Ich habe nämlich das Gefühl, sobald wir ihn halt hauen, wird er sich in unsere Richtung drehen. Oh, oh, Bro, Achtung. Ja, er tut es. Okay, du sollst da rauskommen. Das Wasser ist wieder zu tief, Bro. Er kann sich wieder drehen. Ach komm, du hörst ja nicht an, wir sind zu zweit. Er ist unterwegs. Bleib an deinem Arsch und dann hast du ihn. Er dreht sich. Ja, ich schwimme zurück. Ich warte wieder. Oh, oh, oh. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Du bist zu schwer, Bro, du bist zu schwer. Gott sei Dank, hier kann ich weiter schwimmen. Oh, ich musste stehen bleiben, damit er hier seine Energie regeneriert. Oh gut, jetzt habe ich mir aber fast ins Höschen gemacht. So, komm, schwimm wieder irgendwo an Land. Wir werden dich töten, mein Freund. Aber Level 25, das kann auch übel lange dauern. Egal. Bist du bereit? Ja, der hängt noch nicht fest. Der schwimmt einfach nur einmal vorwärts und dann ist er wieder frei. Der muss sich wieder ein bisschen festhängen. Nein, das ist egal, komm. Hast du einen Speer? Ich guck mal, ob ich einen Speer machen kann. Ich will den jetzt mal gucken, ob ich das werfen kann. Was brauchen wir dafür? Flint. Wood. Ich brauch Wood. Wenn du auf den Hai aufpasst, der schwimmt nämlich jetzt wirklich aktiv. Nee, ich passe da gerade nicht drauf auf. Warum soll ich denn aufpassen? Was soll denn passieren? Du hast halt nicht abgebaut. Nein, ich hab jetzt nichts. Natürlich kriege ich einen einzigen Stein aus einem behinderten Megarock raus. Ich habe jetzt schon ein paar Speere. Ein. Wie gesagt, Essen ist fertig. Schwere. Oh wow, du kannst nicht mal mehr werfen. Bist du sicher, dass man die nicht irgendwie... Ich würde fast behaupten, das sieht so aus, als wenn er dich nicht lieb hat, Bro. Na, es sieht aber so aus, als wenn ich schon lieb wäre. Ja! Jetzt hack ich mein Fleisch da raus. 8-mal Fleisch, 10-mal Fleisch, 13-mal Fleisch. Alter, erstmal 20-mal Fleisch gegönnt. Ich hab 5 bekommen. Nein, hi, 25-mal Fleisch. Jetzt laufe ich erstmal zurück. Genau, komm hier lang, hier vorne ist das Feuer, komm mit. Wo bist du überhaupt? Einfach dem Wasser immer entlang rennen. Immer nur dem Wasser. Wir haben alles so gebaut, dass man automatisch drauf zukommt. Hier vorne brennt es. Oh Mann, ich hab schon wieder Hunger. Wir sind auch schon wieder ein Level up. Ja, ich auch. Hast du gut gemacht, Bro, ey. Respekt. Ja, ich dachte mir, bevor ich jetzt wieder rumschisse, ich einfach mal durch das Ding, ne? Ne, machen wir nicht alle rein. Das, ist, ja, gut, das hält länger dadurch, ich ne? Ich hab noch 28. Und in 5 Minuten laufen die ab. Warte, hier, du brauchst das vergammeltes Fleisch, ne? Da, ich hab dir mal welches hingeschmissen. Ja, ich hab schon welches. Oh, mein Typ, ja, Mann. So, jetzt sieht das schon mal nice aus. 3 Steine, Flints haben wir. Wir tragen mittlerweile doch immer mehr mit uns rum. Kurz mal was essen und es wird langsam wieder dunkel, also Richtung Heimat, bevor wir die Sachen nicht mehr sehen können, wäre gut, weil da vorne ist noch unterwegs so ein Mini-Raptor, den würde ich noch gerne töten. Ja, ich muss aber hier einmal auf Essen warten, weil mein Alter, die jammert schon die ganze Zeit. Du kennst ja das schöne Gestöhne, dieses Wait, ich bin ein Schlepper. So, was haben wir denn freigeschaltet? Gar nichts Neues. Wir haben jetzt die Wooden Walls und Wooden Foundations, das ist schon mal ganz cool. Den Mörser, den hast du schon, ne?
Shark Powder, was ja, ist Shark den Powder? Den hab ich schon gebaut, der ist ja eh für uns beide. Shark Powder, das habe ich auch gelernt. Ich hab dieses, das machst du alles mit diesem Mortar and Pestle, also mit diesen... Wir können Transfusionen lernen. Ja, hast genau, du das schon? Ich auch noch. Das mache ich noch. Das machst du noch? Ja, habe ich jetzt noch nicht. Also ich kann es jetzt lernen. Dann gehe ich, ja, dann gehe ich in die Richtung vernünftige Wände. Habe ich das mal gelernt. Wir sind immer noch wahnsinnig fett. So, nimm dir einmal Essen raus, was du hast, und den Rest nimm mit. Bro, nimm dir zwei, fress die, wir müssen zurück. Oh ja, lass brennen, tschüss. Ja, komm, doch hier durch, durchs Wasser. Geil, Alter. Ich fühle mich gerade richtig, als hätte ich Eier, ey. Ehrlich. Miesen Hai gekillt. Also geradeaus wollen wir durchrennen, ey. Hier vorne ist ein Raptor. Da ist ein Raptor. Oh, so ein Spuckerviech. Na, natürlich spuckt er ins Gesicht, ja. Getötet. Ja, Mann, wir sind Gangster. Wir killen einfach alles. Nee, gar Scheiß nichts. Drauf. Menschheit gewinnt. Man ja, deswegen sind wir ja noch hier. So ist es. So ist es. Wow, ah, ich dachte gerade, was ist das für ein Riesenviech, aber das war nur ein. Gut, okay. Ein, genau. Das aber der hat so einen Riesenhaufen gelegt, den nehme ich einfach mal mit. Lecker. Ein Treik. Ich kann schwören, dass die Dinger eigentlich anders heißen. Treik. Hey, was bist du denn für einer? Ich bin ein Treik. Glaub nicht, dass das ein Treikosaurus ist. Spoiled. Einmal Azur. Warum kriege ich dann irgendwelche Bären, wenn ich irgendwo lang renne? Nein, oh, ich bin müde, ich kann nicht laufen. Oh. Wo ist denn unser Zuhause ganz? Ich hab geschissen, auf einmal geht's mir gut, Bro. Du kannst einfach kacken, wenn du keine Stramina mehr hast. Und dann läuft das. Oh, hier vorne ist noch so ein Viech, aber ich kann nicht kämpfen. So ein Blindmacher. Warte ganz kurz, dann muss ich mich einmal ausruhen. Ey, Hackfresse. Hey, du Sacknase. Hasse. Kann ihn aber nicht sehen, du musst ihn häuten. Mach ich, Moment. Matsch vor Auge. Ich suche ihn auch. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja, der ist irgendwie weggeflogen, keine Ahnung. Ah, ich hab ihn. Ist ja nicht so, als hätte ich ihn da überhaupt nicht gekillt, aber okay. Siebener Hide. Also wir haben auf jeden Fall mittlerweile so ein paar Sachen. Ich muss doch noch mal eine Box bauen. Ein paar mehr, bauen wir 4, 5. Ja, irgendwie ja. Da wir ja so ein Doppelbett haben und zusammen gemütlich im Bett als Bros schlafen und das ist nicht schwul, Leute. Definitiv nicht. Haben wir eigentlich genug Platz noch für Kisten, ne? Oh, Digga, oh Gott sei Dank. Ich liebe dieses Spiel, dass man so und so lange auf dem draufbleiben muss, bevor man etwas löscht. Ich bin nämlich aus Versehen gerade auf Demolish gegangen. Ja, Fall. Ja, das heißt, die haben sich da wirklich was einfallen lassen, das muss ich echt so sagen. Das ist so geil. Oh, wir können PIN-Code reinmachen, Bro. In die Tür? Warum sollten wir? Bis jetzt kann, glaube ich, nur wir das öffnen. Ich mach mal Repair bei der Tür. Ich hab gekackt. Also ich drück auf Repair und höre nur... Können wir dieses Feuer... Kannst du innen jetzt nochmal ein Feuer bauen? Krieg gleich hin, ich versuch gerade... Also man könnte irgendwie Set Pin Code, aber das funktioniert noch nicht. Also ich hatte schon bei anderen versucht, die Tür zu öffnen. Das funktionierte auf jeden Fall nicht. So, was haben wir, was man hier abgeben kann? Wir haben eine Menge Fleisch, aber das müssen wir jetzt mal alles braten. Das ist ganz wichtig. Das ist cool, ey. Ich bin schon Level 9. Sehe ich gerade mal. Ich weiß gar nicht, welches Level ich bin. Toll, einmal Fleisch gemacht und einmal vergammeltes Fleisch dabei, na super, ey. Wobei verschwindet das vergammelte Fleisch, auch wenn ich es in Inventar habe. Ich hab's gerade gelöscht. Nein, das habe ich mir ins Inventar genommen, das vergammelte Fleisch. So, noch ein Feuer, sagst du, bräuchten wir. Ich schau mal, ob wir ein Feuerchen drin machen können, das wäre echt cool. Consumable Drugs, da.
Da wir ja jetzt auch wissen, dass wir keinen Schaden dabei kriegen, ist das schon mal gut. So, ich schau mal kurz. Campfire. Wir brauchen dafür Steine und zwei Woods. Steine haben wir hier. Und zwei Woods haben wir auch. Ich kann mich da noch nicht mehr bewegen. Also nur ganz, ganz langsam. Yoshi, komm mal zu mir rein hier. Ich kann nicht, ich mach gerade Feuer fertig. Ja, schau mich nur mal an. Schau mich nur mal an, was mit mir passiert. Vielleicht. Mach ich gleich im Momento. Campfire, wo haben wir das jetzt? Spawns im Inventory. Da. Auf der 5. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir das hier kurz so irgendwie mittig hinsetzen. Siehst du mich? In Momento bitte. So. Du hättest das auch an die Wand setzen können, das ist scheißegal. Ja, nee, aber ich find's mittig irgendwie ganz cool, dann leuchtet das den Raum echt cool aus. Und dann packe ich mal die Hälfte von dem da rein und dann haben wir noch ein bisschen Meat und dann Light Fire. Jetzt siehst du mich? Ja. Irgendwas sollte jetzt mit mir passieren. Sieht es auf einmal aus wie ein Alien, soll das so sein? Nein, warte, gleich sollte ich eigentlich umkippen. Okay, irgendwie anscheinend auch nicht. Ich habe gerade so ein Zeug genommen, was mein Leben regeneriert. Guck mal hier. Ich muss dir das einmal zeigen. Du musst einmal hier zu diesem Mortar und Dingsbums da gehen. Ja. Und dann mach mal Access to Inventory. Ja. Jetzt siehst du, da drin ist Fleisch und Beeren. Ja. Jetzt geh mal oben links auf dieses Consumable. Dann auf Drugs. Moment. Consumable? Das steht bei mir gar nicht. Das ganz linke, das Ordnerzeichen. Konsu, Punkt. Nö, keine Ahnung, wovon du sprichst. Soll das in dem Inventory-Menü sein, oder? Ja, in dem Inventory-Menü, bei dem Fleisch und so. Nö, da steht nur Inventory-Items und Craftable. Na gut, okay. Ja gut, dann kann nur ich das. Ja, davon gehe ich mal aus. Weil ich es nicht gelernt habe, ne? Ja, genau. Finde ich aber auch lustig gemacht, muss ich sagen. Eigentlich realistisch. Ich meine, wenn ich es nicht gelernt habe, warum soll ich es dann können? Ich dachte vielleicht dadurch, dass ich es da hinlege. Hier, ich leg dir mal sowas Gammeliges noch hier hin. Das brauchst du ja anscheinend dafür. Also Sachen kann ich zumindest reinlegen für dich. Das heißt, hier haben wir jetzt so ein Ekelfleisch. Ja, wenn du Weberfleisch hast und Nacroberry. Nacroberries brauche ich. Jawohl! Jawohl! Da hat er wohl ein paar gehabt. Brauch ich mehr Gammelfleisch? Komm, Fleisch, lauf ab, los! 26 Sekunden, dann habe ich Gammelfleisch. So, muss ich eigentlich was essen? Ja, muss ich. Dann passt das doch ganz gut, dass wir jetzt gerade das fertig haben. Und dann wollte ich mal gucken, was kann ich noch? Ich kann noch mal hier so eine Box machen. Davon kann man irgendwie nie genug haben, habe ich so das Gefühl. Ach was. Also, du musst das so sehen, Bro. Alle 10 Minuten, du hast ein Steakfleisch, ein 20er Steakfleisch. Und alle 10 Minuten ist eins von diesen Fleischdingern vergammelt. Ach so, okay. Das heißt, wir haben eigentlich massig Zeit. Wenn wir uns da 60 Fleisch, also 20 ist wohl hier der höchste Stack von Fleisch. Wenn wir uns 60 Fleisch sammeln, kommen wir damit ja aus. Ja, da hast du recht, das stimmt. Ja Leute, ich finde es schade, dass ich hier mein Exem nicht gefunden habe, was ich da finden wollte. Und 20 Minuten lang hält gekochtes Fleisch. Da hinten rennt so ein Viech rum. Ah, ich weiß wo, ich weiß wo. So, na gut. Ich werde mich trotzdem einmal ausschalten hier. Ich werde mal schlafen gehen. Ich lege mich mal hier ins Bettchen. So. Ich hoffe, ich liege gut. Ich wünsche dir noch ein frohes Erkunden. Ich danke. Ich wünsche dir einen guten Schlaf. Natürlich. Dankeschön. Ne, ich werde über dich wachen. Ich hoffe, du hast die Tür zugemacht, damit, wenn ich weg bin, dich keiner natzen kann. Du bist weggegangen. Ich weiß nicht, ob du die Tür geschlossen hast, geöffnet hast. Ich bin einfach schlafen gegangen. Eigenschutz siegt, ne? Ja, ich vertraue dir voll und ganz. Du bist ja mein Bruder. Dafür sorgen wir ja. Ich werde gleich mal die Tür schließen. Oder okay. Ich werde dir erst einen Dino reinjagen und dann die Tür schließen. Okay, super. Dann, ne? Viel Glück. Mach's gut, ciao. Überleben.
So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon einige Sachen. Bist du noch da? So, damit können wir nachher wohl düngen. Wird auch schlecht. So, aktuell, wir müssen das Ding hier ein bisschen weiter bauen. Ich möchte, dass er ein bisschen doof guckt, wenn wir nachher mega viel haben. Jetzt habe ich noch nicht ganz herausgefunden, wo ich immer dieses Gewicht sehe, wie viel ich tragen kann und wie viel Platz ich noch habe. Hier steht doch Stack Split Half Shift. Ah, lol. Ja, wir sind zu doof. Also wir können es. Es steht ja sogar hier. Bären habe ich genug. Setsch, ich brauche noch ein paar Sachen. Und zwar möchte ich. Ich habe mir diesen Reitsattel Sattel gecraftet. Und mein Ziel ist es, mir diese Philoia oder wie auch immer die Viecher heißen. Hey Dodo. Mein Ziel ist es nachher, dieses Reittier zu haben. Das heißt, wenn er wiederkommt. Oh, ich hab Durst. Wenn er wiederkommt, dann möchte ich dieses Reittier haben. Das wäre echt nice. Das wäre mega nice. Dann guckt er bestimmt doof. Tut mir übrigens leid, dass es nachts immer so mega dunkel ist. Das Problem ist, bei YouTube bekannt, YouTube dunkelt immer nochmal alles extra ab. So, wir gucken jetzt erstmal auf das Holz. Bauen ein bisschen Hütte bis zum Tag. Und dann weiß ich oben hier vorne bei diesem Turm, dort hatte ich so ein Viech gesehen. Wenn das da Standard ist und nicht weggelaufen ist, dann haben wir gleich ein Reittier. Andere Spieler sind hier natürlich auch drauf, das heißt, ich muss durchgehend immer ein bisschen aufpassen. Gerade wie jetzt in diesen Momenten, wo ich nicht sonderlich schnell laufen kann. So, jetzt bauen wir hier mal die. Also hier funktioniert das nicht, aber an den Türen funktioniert das. So, Holz haben wir jetzt schon mal eine Menge, das haben auch eine Menge bekommen, weil das direkt einfach craften kann. Können wir nicht, was fehlt uns denn hauptsächlich jetzt noch für diese wunderschönen Holzwände? Thatch. Wir müssen einmal losgehen und ganz viel Thatch sammeln. Das heißt, ich ziehe das erstmal hier rein. Fiber, Fiber. Hide können wir vorne rein. Nehmen wir schon mal zwei Thatch. Nein! Die Samen muss ich gar nicht haben. Die Steine wiegen natürlich auch extrem. Das Holz ziehen wir hier vorne hin. Aber der Sattel, das wäre schon mal geil. Wie heißt denn jetzt das Viech eigentlich? Wir schauen mal kurz. Fiomia. Den müssen wir also gleich bewusstlos schlagen. Und ich hoffe also, dass das Level nicht allzu hoch ist. Oder dass wir das mit einem normalen Kampf doch irgendwie hinkriegen. So, muss ich was essen? Ein bisschen, ne? Wände. Ich hasse es halt so dunkel ist. Ich sehe nämlich auch nicht allzu viel. Also es geht, aber so ein Raptor würde ich jetzt irgendwo nicht erkennen. Ich finde es wirklich cool, dass man mit den unterschiedlichen Werkzeugen hier auch unterschiedliche Sachen rausbekommt. Ich hatte am Anfang, wo ich gespawnt bin, die Fiomia-Staffen habe ich mehr gesehen. Aktuell ist schon länger uns keiner mehr über den Weg gelaufen. Ich weiß, hier hinten war irgendwo ein Raptor.
Also so ein Babyviech, wie auch immer, die haben einen Namen, aber ich nenne sie halt so, weil sie ähnlich aussehen. Aber es sind diese Schuppen, glaube ich, diese Säureschuppen. Bekannt aus Jurassic Park. Level 2. So, jetzt dürfen wir davon auch erstmal genug haben. Und schon wieder geschissen. Oh, jetzt wird auch mal richtig neblig hier. So. Inventory. Oh ne, fuck, das wollte ich gar nicht. Ich kann mich kaum noch bewegen, aber das ist nicht so wild. Wir craften jetzt eh. Geht immer noch nicht. Was fehlt mir? Fiber. Ach so. Gut, kriege ich hin. Haben wir genug. Wir brauchen Wände. Sedge Wood 40. 10 und 2. Ich weiß nicht. Es verbraucht natürlich schon eine Menge Holz. Okay, also hier liegt mein Bruder oben drauf und brennt genüsslich. Ich werde ihn das einfach mal kurz WhatsApp schicken, weil es einfach zu köstlich ist. Ach du Scheiße. Gleich mal ein Bild machen, mal gucken, was er dazu sagt. Ist das geil, ist das geil. Warum auch immer, er ist da oben drauf, wahrscheinlich hat er sich zu nah... Ach nee, er hat auch noch die Fackel in der Hand, ne? Warum liegt er sich denn da oben drauf und nicht unten? Krall ich nicht. Gut, okay. Er macht das schon. So, dann haben wir die 8 zum Bauen. Sieht ganz gut aus. Oh, wie weit das geht, Alter. Krass, da habt ihr euch was einfallen lassen, Mann. Nicht schlecht. Reinlegen, dass ich schön leer bin. Alles, was minimales Gewicht hat. Das wiegt verdammt viel. So, wir brauchen Holz. Mega viel Holz. Und es wird Tag, das heißt, wir können bald gucken nach dem Fiumi. Gerade ein bisschen laggy. Ja, was haltet ihr denn vom Spiel? Also was sagt ihr zur Performance, wie man das jetzt bei mir sieht? Und zu einer neuen Art. Also dass man sich wirklich jetzt sagt, statt Zombies geht man jetzt in Richtung Dinos. Gefällt euch das? Oder was haltet ihr davon? Würde mich wirklich mal interessieren. Ich finde die Idee ganz cool, weil es zumindest in dem Sinne realer ist. Das gab's halt schon mal. Ich persönlich hatte jetzt noch kein Problem mit einem Zombie.
auch zwar noch nicht mit dem Dino, aber es gab ihn zumindest. Also dieses Wissen ist halt schon mal was anderes und mir gefällt das irgendwie. Schade ist wirklich, dass wir wiederum keine Story erzählt da haben. Dass ich bis jetzt noch nicht wirklich kapiert habe, wer sind wir und warum sind wir hier? Das wüsste ich eigentlich gerne nochmal. Warum haben wir zum Beispiel so ein komisches Teil da in der Hand? Ich weiß es nicht. Also das ist mir noch alles ein bisschen fragwürdig. Ich hoffe, das wird irgendwie früher oder später doch nochmal erzählt. Dass man ins Game kommt und erstmal so einen kleinen Trailer dazu sieht oder so. Wäre schon nice. Das sieht auf jeden Fall schon stabiler aus. Man kann die anderen Wände nachher immer noch abreißen. Das haben sie halt auch mega cool gemacht. Das heißt, wir können auch irgendwann sagen, wir ersetzen die Geschichte. So, dann wollen wir mal weiterbauen. Und zwar auf die 8. Egal, man kann sogar einfach stumpf auf die... Okay, das finde ich mega cool. Dass man hier wirklich nicht so weit laufen muss, wie man das sonst von so Survival Games kennt, wenn man bauen möchte. Ich werde jetzt mal gucken, kann ich hier drüben bauen? Alter. Einfach geil, mega geil, was soll ich dazu sagen? Krass. So, was fehlt uns jetzt wieder? Das verschlingt echt mega viel Holz, ne? Vielleicht sollten wir erstmal die normalen Wände bauen. Und wir können immer noch ersetzen. Ich denke mal, wichtig ist, dass wir erstmal überhaupt eine Hütte fertig haben. Und dann, ja, haben wir erstmal vorübergehenden Schutz und können dann immer noch erweitern. Das, denke ich, ist auch ganz cool. Natürlich so nicht das Stabilste, aber immer noch besser als nichts. Und das soll ja erstmal gegen Spieler schützen. Und ich weiß gar nicht aktuell, wie man überhaupt... Ich habe noch nie ein Haus zerstört, ich wurde auch noch nie angegriffen. Also ich habe sowieso gar keine Ahnung, was jetzt überhaupt sinnvoll ist und wie lange was hilft. Von hier simpel mit der Axt einfach nur zigmal gegenhaut und das reicht. Keine Ahnung. Wenn ja, gut, dann ist natürlich schlau. So, wir haben jetzt mal ein paar Wände hier. Abbrechen kann man das auch nicht mehr, sehe ich gerade. So, Wände haben wir jetzt genug. Das sieht schon mal gut aus. So, die Wände hauen wir erstmal hier rein. Ups, da rein. Und dann brauchen wir wieder Holz. Pfeile. Jo, schrei mich an. Ihr hört gerade schon, der Krankenwagen ist unterwegs, weil ich kurz vorm Verdursten war. Jetzt bin ich kurz vorm Ertrinken. So. Jetzt nur mal das Wichtigste mit. Wir brauchen ganz viele Beeren. Ich will da jetzt einmal hoch. Ich werde sehr wahrscheinlich sterben. Und jetzt nur mal die wichtigsten Sachen mit. Wir brauchen Beeren ohne Ende. Dort werde ich nämlich keine finden. Holz werde ich nicht brauchen. Fiber werde ich nicht brauchen. Thatch werde ich nicht brauchen. Hier haben wir schön viel Beeren. Es könnten ruhig mehr sein. Ich denke, davon werde ich mir nur die Hälfte mitnehmen. So, Stone Hatchet. Mit der ich kämpfen kann, ist soweit also alles in Ordnung.
Wir checken jetzt noch schnell ein paar Bären ab. Lassen alles andere, was wir finden, einfach zurück. Weil ich habe echt keine Ahnung, wie viel Hunger die haben. Es kann sein, dass wir da 200 Bären reinpacken müssen. So, wir sammeln jetzt mal ein bisschen auf den Hinweg. Und dann holen wir uns den Fiomia. Als Haustier, als Mount. Na komm. Oh, immer Steine, Steine, Steine. Ständig findet man eigentlich keine Steine und hier wird man zugeschmissen damit, ne? Scheiß Steine hier. Fiber. Und jetzt per mehr 35, 8, 9, 29, 22. Haben wir schon. Wir können es probieren. Ich weiß nur, dass wir da hinten ist das Problem. Wir haben nicht ein einziges. Ich muss die Sachen unterwegs rausschmeißen, das ist aber. Ich muss einfach alles fallen lassen. Habe ich den Sattel mit? Wo finde ich diesen Sattel? Scheiße, habe ich den irgendwo reingepackt? Oder muss man den nur einmal leeren und kann das dann? Und dann zieht man hier seinen Standardsattel, den wir bekommen haben bei der Limited Edition sozusagen. Oder diesen Bonus. Dinosaurier-Code. Ach, die ist auf 4 mehr. Habe ich den denn hier nicht gesehen? Ist auch drin. Das ist cool. So, dann wollen wir losgehen. Was essen. Wow. Okay, hier ist das letzte Mal die Chance, was zu trinken. Wie viel wiegen wir jetzt aktuell? So. Ja, und weil es so schön ist, machen wir hier einen Cut, Leute. Ha, ha, also bis zur nächsten Folge. Und dann holen wir uns dieses geile Mount.